Pass auf, der nächste Blacklist-Fahrer ist der Schlüssel zu Camden Beach. Zieh ihn ab und der nächste Bezirk gehört dir. Ich versuche was über ihn rauszufinden. Wir sprechen uns später. Wunderbar. Dann gib eine Ruhe, du kleine Kuh. Fahren wir mal zu dem hin. Nee, wir probieren es gleich direkt. Dann wissen wir hier, 175 müssen wir fahren. Werden wir das schon schaffen? Nee, ich probiere lieber noch ein bisschen mehr Ansprung, Anlauf sozusagen zu nehmen. Vor allem dann können wir auch gleich die NOS-Anzeige noch ein bisschen auffüllen. Fahren wir einmal um den Block. Zack. Und wieder gerade. So, das dürfte reichen. Ja, gut. Also wenn man irgendwo anrennen. Oh, wo ist denn die erst? Da hinten. Oh oh. Nee, gut, passt. Aber das Auto vor uns wird jetzt gleich ein bisschen Schaden nehmen. Oh, lasst mich doch mal in Ruhe. Ey, ich bin's. Hör gut zu. Wenn einer abgezogen wurde, helfe ich gerne. Aber dabei muss auch was für mich rausspringen. Du kümmerst dich um die Blacklist, ich kümmere mich um deinen Unterschlupf. Im Gegenzug ignorierst du die Wetten, die ich auf dich abschließe. Das ist ein perfekter Deal, wart's ab. Lass dir von diesem Rock helfen, ohne dass er was von unserer Sache mitbekommt. Bis später. Wunderbar. Du bekommst Kohle für das, dass ich mit meinen... Diese Frauen immer... Oh, da ist eine Werkstatt. So, gleich mal richten lassen. So, rennen. Zwei Stück haben wir noch vor uns. Und dann nur noch ein bisschen Kopfgeld und dann gehört der nächste Blacklist-Fahrer uns. Ja, jetzt geht's natürlich mit NOS viel leichter. Einfach ein bisschen Gas geben, ab und zu mal wieder ein bisschen NOS raushauen. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich nie alles NOS verbrate, also die Flasche lasse ich eigentlich immer voll, aber auch immer so viel raushaue, damit es quasi ja, voll werden kann wieder, weil sonst macht es ja keinen Sinn eigentlich. Außer es ist natürlich jetzt irgendwie, mir steht irgendwas bevor, wo ich weiß, dass ich brauche. Oder wenn es gerade eine Kurve ist, wo man es eh nicht brauchen kann. Aber ansonsten fahre ich raus, was geht. So, jetzt ist es so, hier fahre ich wieder die linke Seite. Ich habe es vorher erklärt, wegen Ausweichen und so, immer dann bei längeren Strecken dann die richtige Straßenseite zu fahren. Aber ich habe ja auch gesagt, dass die kürzere Seite immer die ist, die ich dann fahre, wenn es ja, darauf ankommt sozusagen. Und hier ist es natürlich klar, dass die kürzer ist, aber bei dem anderen, da bin ich mir bis heute immer noch nicht sicher, aber mir kommt es vor, als wäre die, wo ich quasi gefahren bin, kürzer ist als die andere. Aber, naja, ist wahrscheinlich Gewöhnungs- oder Gefühls- oder was auch immer für eine Sache. So. Ah, da wäre die linke Seite wieder frei gewesen. Hätten wir gerade erst davon können. Haben sie wieder blöd eingezeichnet hier auf der Straßenkarte. So, Abkürzung wieder nehmen. Und diesmal wieder abheben geht nicht, weil wir von oben sind. ...90%. So. Dürften wir gleich da sein. Da kann man auch wieder da lang fahren. Sehr gut. Ich finde nämlich, dass man, wenn man nicht noch erst nach unten fahren muss und dann wieder nach oben, dass das dann schneller geht. Also auch wieder ein bisschen Zeit sparen. Bezirk Rosewood. Uns wird ein rücksichtsloser Fahrer gemeldet. In Richtung Süden auf dem Highway 99. Einheiten im Gebiet bitte anrücken. Na sowieso. Ja. Maximal. Oh, der Mercedes sieht nicht schlecht aus. Da hat er sich was ausgeholt.
Wir müssen uns wohl oder übel was aus dem Arsch leiern. Das Einzige, was mir jetzt direkt einfällt, ist, dass wir uns den Gasturbo für die Rückfahrt aufheben. Aus welchem Film? Ich weiß es. Nicht bremsen, nicht bremsen. Vollidiot. Jetzt dürfte bremsen. Nee, sie geben Nos. Jetzt kann ich wieder kein Nos geben, weil es eine Linkskurve war. Ups, leicht geschlittert. Oh, Leute, was macht ihr denn da? Ist denn Autofahren so schwer? Jetzt gab es gerade einen kleinen Ruckler. So. Ups. Scheiße, scheiße. Lass mich in Ruhe. Ich will vorne sitzen. Yeah, da haben wir endlich mal eine Quick Cutscene. Die manchmal aber nicht so ganz praktisch ist. Wehe ihr. Nein, 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 nein. Achtung, Bezirk 3. Ich will dieses Rennen nicht nochmal fahren müssen. Yeah, voll abgekackt, ihr beiden. Ihr Vollidioten. Na gut, dann dürft's schon hinhauen. Wenn ihr so bescheuert seid. Oh, der rote Rauch könnte von uns sein. Ey, du haust ja ganz schön rein. Unglaublich, was das für Kreise zieht. Ich muss unbedingt nach Camden Beach kommen. Angeblich sollen die Quoten da besser sein. Mal sehen. Knöpf dir die Typen weiter vor. Du kriegst Racer. Ist nur eine Frage der Zeit. Wir sehen uns. Ja, ist doch gut. Das habe ich schon langsam kapiert. So. Schauen wir mal. Und. Mercedes herkommen. Idiot. So, Rennen fertig. Meilensteine. Was haben wir denn da? Da haben wir die beiden schon. Das heißt, es geht jetzt ans Kopfgeld. Sofort zurück zum Unterschlupf. Wagenauswahl. I. Speichern. Mit Runde Staffel 1, Stufe 1 können wir auch ruhig hier mal wieder anfangen. Ach ja. Schauen wir mal, können wir hier eigentlich schon ein bisschen Leistungstuning machen? Ja, da haben wir schon ein bisschen was Besseres. Annehmen, fertig. Bravo 2, Moment, wartet hier. Und einmal rückwärts und Fahrzeugkontakt. Ja, ich spiele ja auch nur mit dir, da braucht man schon Hilfe, gell? So, fahren wir mal ein bisschen spazieren mit dir. Was brauchen wir denn? Wir müssen unter. Unter können wir noch entkommen. Unter 4 Minuten, aber ich weiß nicht, wie viel Kopfgeld wir haben und wie viel brauchen. Oder 4 Fahrzeugkontakte. Naja, gut, schauen wir mal. Ja, weil ich nur einen brauche, du Vollidiot. Hab ich doch. Oh, ihr seid so süß. Oh. 5-1, machen wir mal ein bisschen Sachschaden hier. Was? Ich hab den noch gar nicht berührt. Ah, jetzt hat Hammer berührt. Sofort her. Zück, zück. Ach ja, ich liebe Sachschaden. Oh, da vorne ist wieder einer. Schauen wir mal, ob wir ihn direkt bekommen. Ah, nee, falsche Kurve.
Außerdem noch ein bisschen zu wenig Nitro im Moment. Dafür können wir mal probieren, ob wir da durchkommen. Ah, Auto zu langsam. Ups. Für euch vielleicht, ja. Ach komm, wir fahren mal hinten raus. Ihr habt doch sowieso keinen Plan, was ihr wollt. Pass auf, dass du nicht irgendwo anfährst. Und dann kaputt gehst, das wollen wir ja nicht. Nicht auffahren! So, jetzt komm her. Ach, der soll doch nur mal da stillstehen. Ah, ja, oh, das war Fahrzeugkontakt, verdammt. Ah, verdammt. Können wir da hinten nochmal hochfahren? Ich glaube schon. Jetzt gibt es doch da hinten noch einen Hochfahrteil, oder? Nein, das gibt es da gar nicht. Oh, verdammt, Sichtkontakt gibt es ja auch noch. Ja, ja, ich drehe doch schon um. Sehr gut. Wen hast du? Mich sicherlich nicht. Ups. Jetzt kann ich hier wegrennen, bevor der Verkehr dichter wird. BÄM! Ups, ich wollte eigentlich die Bäume runterfallen lassen. Naja. Dann probieren wir es halt jetzt nochmal. Und es hat funktioniert! Ups. Ups. Ups, lalala. Ich weiß nicht. Komm schon, irgendwo Cops davon ist in die Fläche. Alle Einheiten im Umkreis. Zack! So eine Gelegenheit muss man natürlich beim Shop verpacken. Zentrale brauchen mehr Einheiten für den Einsatz, die alle können. Ah, da links ist sollte jemand sein. Ah, da war schon wieder einer. Zentrale, kurz 6 Zielobjekte gefunden, nehme Verfolgung wieder aus. Du meinst, ich komm dir entgegen? 10:33, 10:33, bin hier. Oh, du Armer. Boah, der Kahn lässt sich echt cool im Kreis zwängen. Verstärkung kommt so schnell sie kann. Haltet durch. Der dreht sich aber schon fast ein bisschen zu stark. Bleibt dran, Junge. Ich komme direkt auf euch zu. Ah, komm, dreh dich rüber. So. Oh, wir sind noch nicht mal Stufe 2, ist echt lahmarschig. Wo ist er denn? Da ist er. Nein, nicht mich abdrängen. Dann machen wir mal mit dem schönen neuen Auto ein bisschen Stuntflug. Jetzt sind wir wieder auf der richtigen Seite. Funk! Der Verdächtige ist gerade abgehoben. Und? Nein! Nicht ganz, glaube ich. Oder? Doch, wir haben es geschafft. Nichts runtergefallen. Verdammt. Falsche Richtung. Zu langsam. 10:33, 10:33, bin hier alleine. Ja, oh Mann, bleib halt dann mal neben mir. Schlage vor, wir ziehen uns zurück. Nicht zurückziehen, wiederhole, nicht zurückziehen. Charlie 15, bin auf dem Weg. Du bist auf dem Weg, na toll. Und ich muss ihm die ganze Zeit irgendwie den Sachschaden machen. So. Das ist mal gut hier. Ah, da ist einer noch hinter mir irgendwo. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, da irgendwo. Da soll er sein. Oh. Oh, was? Ah, bisschen zu frontal gerammt. Jawohl. Ist doch super gelaufen. Routineunterstützung zwecklos. Brauche sofort Code-3-Verstärkung. Na wunderbar. Ah, fahr doch dann nach vorne, du Schwanz. Ja, und du schießt dich wieder selber ab, du Vollidiot. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf euch. Jetzt fahre ich einfach meines Weges. Ah, nee, nein, ich will's nicht so, ich mein's nicht so. Ich möchte die 5000 bekommen. Bitte, nein! Verdammt.
Code.